Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu GTA 5. Fragt nicht, warum ich einen Polizeiwagen habe mittlerweile. Ja, ich habe euch die Fahrt zu unserem Attentat erspart. Ich habe einen Polizeiwagen gefunden, der stand einfach so mitten auf der Straße, unbewacht. Dachte mir, oh gut, den nimmst du mit, der schnell. Und das ist auch mal eine gute Idee. Jetzt hat da hinten ein Telefon. Ist es vielleicht doch Lester, der anruft? Jackson Skinner, he's head of product development at Facade. Man, we must read different magazines. And the bastard made a fortune selling customer data to the highest bidder from Moscow to Tehran. He's handing it to the cyber terrorists on a fucking silver platter. Okay, dog, chill. Shit, chill. I got you, man. What's the play? I'm reliably informed that he has a weakness for working girls. There's a regular he likes to pick up in La Puerta. You stake her out and she should lead you to Skinner. I'll send you the location. Meanwhile, maybe I'll take another look at the fruit share price. All right, homie, I'll be in touch. Okay. Und jetzt wird's interessant. Ihr habt's nämlich gerade gehört. Lester gibt nämlich, also das ist nämlich so, ich habe mir das nämlich auch schon ein bisschen mitbekommen. Der Lester, also es ist ein Attentat. Wir sollen einen von einer Firma namens Facade umbringen. Und er hat gerade so einen kleinen Hinweis gegeben, so er guckt sich jetzt mal was an von der Firma Fruits. Denn man kann sich ja denken, wenn wir jetzt den Vorstand von Facade killen, dass irgendwie die Wirtschaft nach unten geht. Und vielleicht hat Facade eine Konkurrentfirma, wie zum Beispiel Fruit, und die würde dann nach oben steigen. So in etwa muss man sich das vorstellen. Wie sieht das eigentlich bei unseren aus? Ich habe hier einen minimalen Gewinn. Hier habe ich eigentlich, naja, mehr oder weniger nur Verlust. Also bei ProLabs, da passiert irgendwie einfach überhaupt nichts. Ich meine, ich hätte Gewinn von $53. Toll. Aber ich gucke mir das auch an. Und zwar, schauen wir mal. Weder Fruit noch Facade gibt es, dann ist es wahrscheinlich hier, oder? Genau, hier sieht man es nämlich. Das geht beides nach oben. Das ist die Firma. Ja, Lizenzenabzocker, die wir jetzt gleich angreifen werden. Und das da, die Fruit-Firma. Das ist halt die Frage. Ist das jetzt der Hinweis, dass wir davon was kaufen sollen? Ach, iFruit, das ist dann etwa die Handymarke dort. Also ich weiß es jetzt nicht genau, wie das funktioniert. Das heißt, wir müssen es jetzt herausfinden. Mal sehen, was mit den Aktien passiert, wenn wir den Typen da killen. Und ich glaube, dass ich mich da einfach anschließen werde. Das heißt, ich werde alle Aktien verkaufen. Animal Ark passiert auch einfach null. Da passiert einfach nichts. Alle verkaufen. Ja. So, jetzt habe ich 109.000. So stellen wir das vor. So, echter Börsenprofi. So, und jetzt möchte ich bei den Märkten gucken. Und jetzt mein ganzes Geld in Fruit reinstecken. Ja, die sind jetzt gerade wieder auf dem Weg nach oben. Also wenn ich jetzt welche davon kaufen würde, wäre wahrscheinlich dumm. Ich weiß nicht, wie es läuft. Da ist auch ein bisschen Risiko mit dabei. Probieren wir es aus. Also wenn er sagt, er möchte da mal... Ja, ich kaufe da jetzt einfach mal ein paar. Ich mache da gleich richtig dicke Risiko. Also ich stecke dann da gleich mal einen Haufen Geld rein. $88.000 und hoffe, dass sich dann da recht schnell was Gutes ergeben wird. Hoffe, der gute Lester hat uns dann da keinen Scheiß erzählt. So, dann fahren wir jetzt zu der Prostituierten. Wird ja schon markiert. Also, wenn ich das richtig verstehe, dann ist Lesters Plan, diese Attentate, dass ich wirklich irgendwie versuchen soll, die Aktienkurse zu verfälschen, indem ich halt gewisse Leute, irgendwelche Vorstandsvorsitzende von irgendwelchen Firmen abknalle und die haben dann eben so Konkurrenzfirmen und die steigen dann. Also das ist so meine Theorie. Genau weiß ich es nicht.
Das sind alles nur Spekulationen meinerseits. Das ist natürlich ein sehr interessantes Thema. Wenn ich jetzt natürlich total falsch liege und ich mit meinen 88.000, wenn die jetzt verloren gehen, ja, dann ist es halt nun mal leider so. Aber mal gucken. Vielleicht hat der gute Lester ja keinen Scheiß erzählt. Damn, that must be my girl. So. Und erledige dann den Fahrer. Ja, okay, dann werde ich jetzt erstmal. Scheiße, war ich zu nah dran jetzt, oder wie? Mann, das ist doch beschissen. Ich wollte doch nur auf die andere Seite fahren. Ja, warte mal. Du meinst es anders. Ja, ich hab da einen Plan, den ich halt machen möchte. Ich möchte auf die andere Seite und dann gezielt mit einem Sniperschuss durch die Windschutzscheibe. Mal sehen, ob das funktioniert. So, ganz knapp, dass ich sie sehen kann. Okay. So. Irgendeiner wird da jetzt gleich einsteigen. In irgendeinen Wagen wird sie gleich einsteigen. Und in dem Moment, wo sie die Tür öffnet, muss ich ihm einen Headshot geben. Bist du es? Nein, du bist es wohl auch nicht. Aber du hast schon so einen guten Wagen. Boah, Kopf wird auch sehr schwer zu treffen sein. Ja, sie steigt ein. You know, I don't even feel bad about. Boah, stell mal vor, ne? Bist so eine Schlampe, die zu irgendjemandem ins Auto steigt und bumm, kriegt der neben dir plötzlich so einen Headshot. Alter, da glaube ich, hast du auch ein Trauma deines Lebens, oder? Holy shit. Ich würde sagen, das habe ich doch ganz gut erledigt. Hey man, I wiped that software for you. Ah, excellent news. I'll speak to you soon. Der Sittenmord. Perfekt. Haben wir gut abgeschlossen, sauber davon gekommen, benötigt die Zeit, alles in Ordnung. Wunderbar! So, und dann gibt es auch scheinbar auch gleich die nächste. Wenn ich das richtig sehe. Ja. Da kannst du gleich eine ganze Reihe machen. Ja, warum eigentlich nicht? Warum sollten wir nicht noch eine machen? Ich denke mal nicht, dass instant die Aktienwerte jetzt sinken werden. Ich denke, müsste ich erstmal eine Nacht drüber schlafen oder so. Wobei es natürlich aber dann günstig wäre, erst einmal zu pennen. Weil wenn das dann beim nächsten Mal wieder klappt, dann musst du natürlich erstmal Geld haben, dass du wieder rein investierst. Ich schaue es mir jetzt trotzdem natürlich sofort an. Da, guck mal, Nachricht ist da, ist Software-Top-Manager ermordet. Ah, zum vollständigen Artikel, okay. Produktionsmitarbeiter ist ermordet worden. Skinner, der nie ein Blatt von dem Mund nahm, hat in den letzten Wochen im Mittelpunkt eines Datensammels gestanden. Das ist an sich noch kein Grund, eine Verschwörung zu vermuten, aber nach den Morden im Zusammenhang mit Bilkenton und Redmond beginnen sich viele zu fragen, läuft in Los Santos ein Rachefeldzug gegen die Gier der Konzerne? Wir werden darüber berichten. Guck mal, die twittern hier sogar. Bin mal gespannt, ob sich da instant halt, das ist ja falsch. Ich muss zum anderen. Hier, da muss ich hin. Märkte. Nee, also da tut sich noch nichts. Also ich gehe mal davon aus, dass ich da ein bisschen drüber schlafen muss. Das heißt, ich würde eigentlich sehr gerne jetzt schnell zum Unterschlupf. Das sind einfach Sachen, die ich unbedingt rausfinden muss, weil wenn ich an viel Geld kommen möchte, dann werde ich auch irgendwann mit den Aktien spekulieren müssen, weil ich gehe mal davon aus, wenn ich mal so bedenke,
wie viel dieser Golfplatz kostet. Ja, mal so eben 120 Millionen und all so ein Scheiß. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich durch Missionen so viel Geld verdienen werde. Ich meine, das ist ja nicht das Einzige. Ja, da kommt dann Flugding mit einer Million. Mit einer halb fast. Also ich glaube schon, dass ich dann früher oder später nicht nur, ja, irgendwie muss ich ja mal anfangen. Investieren kann ich ja dann das Geld schon in die ganzen Immobilien, aber ich muss ja vorher erstmal das Geld kommen. Und nachdem ich das, glaube ich, nicht hinkriege, alleine nur durch das ehrliche Arbeiten, in Anführungszeichen, schaue ich mir das jetzt mal lieber an. Überhaupt wäre das mal sehr wäre das mal sehr interessant für mich zu sehen, wie das mit den Tagen dann da auch läuft. Also das sind einfach Sachen, die wir mal zusammen jetzt herausfinden müssen. Gerade wenn das hier mit Lesters Politik scheinbar recht gut klappt. So, guten Tag. Kein Platz mehr in der Garage. Dann nicht, ist auch vollkommen okay. So, ich möchte jetzt mich erstmal pennen legen. In unserer so geilen Bude. So, das war unten. Mit Chop müssen wir auch mal wieder spielen. So. Jetzt schauen wir mal ganz kurz. Jetzt haben wir laut aktuellen Stand, im Spiel haben wir Sonntag. So, jetzt mal kurz gucken, ne? Hier sieht man's. Was ist das? Sind das Stunden? Weil bei dem hier sind's Tage. Das sieht man ja mal ganz gut. Zum Beispiel, das wäre jetzt... da können wir auch mal ganz kurz gucken. Bei dem, was wir hatten, Animal Ark hatten wir doch, ne? Das war immer gleich geblieben. Mal sehen, was dann jetzt da am Montag ist. Wenn ich jetzt pennen gehe, mal... Wo jetzt, weiß ich gar nicht, wie spät ist es denn? Selbst wenn ich pennen gehe, ist immer noch nicht Montag. Also meine Theorie ist, dass ich halt immer zum nächsten Tag gehen muss. Muss ich speichern, damit die Zeit vorgespult wird? Ich will es nur mal wissen. Weil, wenn ich mir das sparen kann, jedes Mal zu speichern, wäre mir das so recht. Ist, glaube ich, recht dunkel. Es ist Nacht geworden, ja. Okay, 6 Stunden nach vorne. Ich glaube, jetzt es reicht jetzt nicht instant. Dass es jetzt hier schon Montag ist, oder? Oder scheinbar schon. Doch, es ist Montag, aber es ist unverändert. Ja, aber viel wichtiger ist jetzt das hier. Was tut sich hier? Hat sich hier schon jetzt was getan? Nee. Wenn ich das jetzt halt wüsste, wie lange sowas dauert. Oh. Oh, oder vielleicht doch. Ist ja ganz schön krass gesunken. Ist ja ganz schön krass gesunken. Warum ist da noch keine Veränderung zu sehen? Schau dir das mal an, bitte. Das ist ja von 69.000 innerhalb noch 47.000. Wie krass ist das denn? Oh! Und schau dir mal an, was bei Fruit passiert ist. Das von 69.000 auf 97.000. Also da hat sich tatsächlich was getan. Schaut euch mal jetzt den prozentualen Gewinn an. Ich habe mein Geld jetzt quasi gerade fast verdoppelt. Ja, aber hallo. Da tut sich ja mal richtig krass was. Jetzt muss ich mal, jetzt interessiert mich natürlich noch Folgendes. Geht das noch höher? Nein. Oh, hoffentlich habe ich es mir jetzt damit nicht verkackt. Weil wenn es jetzt nochmal 6 Stunden später ist und das sinkt jetzt wieder währenddessen, dann habe ich ein Problem. Dann habe ich es mir nämlich voll verkackt. Ich hoffe, das war jetzt kein Fehler. Ich kann nur beten, dass es... Obwohl, ich glaube, das... Nee, hier ändert sich ja doch stundenweise, ne? Oh. Hoffentlich habe ich da jetzt keinen Scheiß gebaut. Ich hoffe mal nicht.
Nee, okay, also dann ist hier mein prozentualer Gewinn immer noch in Ordnung, ne? Ah, ist ein bisschen gesunken. Es ist ein bisschen gesunken. Also gehe ich mal davon aus, dass es schon jetzt der klügste Zeitpunkt wäre, das zu verkaufen. Das würde mich nur. Ich frage mich halt jetzt nur doch, was passiert, wenn ich noch länger warte. Wird es immer weiter sinken? Na, wahrscheinlich, oder? Ich kann ja Folgendes machen. Ich verkaufe das jetzt. Weil das haben wir ja absolut Weltklasse gemacht. So, ich verkaufe das jetzt komplett. Ich habe jetzt $131.000 gemacht, obwohl wir nur 88.000 investiert haben. Like a Boss. So, und jetzt hat. Einfach nur, weil ich das wissen will für die Zukunft. Jetzt ist es wahrscheinlich eh blöd, weil jetzt kosten die ja schon end viel und die werden wohl kaum noch weiter steigen. Aber trotzdem setze ich jetzt nochmal 1000. Es geht mir jetzt nur um die eine Aktie, weil mich interessiert, was passiert, wenn ich jetzt noch weiter mich immer wieder hinlege. Nachdem sich das jetzt doch nach Stunden so krass verändert. Kann ich auch mal jetzt so gescheit speichern. Wir haben bald 50% erreicht des Spiels. Inwieweit das angreift. Ich würde jetzt eigentlich gerne komplett nochmal zu Dienstag wechseln. Aber sicherlich bei denen hier wäre es, wenn wir doch nochmal alle paar Minuten gucken. So, Fruit. Ja, es ist nicht mehr 97.000, das heißt, es wird eher jetzt sinken, ne? Ja. Ich verliere jetzt nur noch. Man kauft ja auch keine Aktien, wenn es ganz oben ist. Aber ich denke mal, es wird so oder so die ganze Zeit jetzt nur noch weiter runtergehen. Verstehe ich das richtig, dass sich die ganze Zeit das ändert? Nee, ich verkaufe jetzt aber lieber, bevor ich noch mehr Geld verliere. Ne? Bevor ich jetzt noch mehr Geld verliere, lasse ich das jetzt mal lieber so. Ja, cool. Dann wissen wir das jetzt wenigstens. Also man kann tatsächlich ganz schön krass bei der Börse, ja, Sachen manipulieren, sage ich mal. Boah, jetzt regnet es aber. Da hast du hier draußen auch keinen Spaß. Hey! Oh, that shit. Chop, what you been eating? I gotta get a regiment for your ass. Ja, wie konnte ich denn nochmal mit dem Hund spielen? Was aber hier auch liegen hat. Hä, konnte ich das normalerweise nicht mit dem Druck nach rechts? Geht das gar nicht mehr. Und die. Mag er nicht mehr. Bam. Bestimmt schön im Regen nochmal extra schwimmen zu gehen. Okay, naja, dann ist mir das jetzt eigentlich auch relativ wurscht. Wenn der gute Job jetzt hier gerade keinen Bock hat. Vielleicht hat er nur keinen Bock gerade. Ey, kack mir jetzt hier nicht hin, ja? Gut. Gut, der legt sich hin, der hat keine Lust. Dann ist gut. Ja, ich würde sagen, dann wird das umso interessanter, weil dann machen wir jetzt direkt die nächste Mission von Lester. Wenn wir da weiterhin so krass die Börse ja verändern können, dann könnten wir eventuell doch noch richtig reich werden. In diesem Sinne, schaltet ein, ob das auch beim nächsten Mal so gut klappt. Wir sehen uns.